Also, diese Runde hier laufe ich natürlich sonst immer viel öfters. Aber heute ist das so, dass ich ein bisschen eingeschränkt bin. Denn überall sind jetzt andere, die auf der Laufbahn sind. Und das ist sonst meine übliche Joggingstrecke hier. Aber heute ist ja die Convention. Mein Mikrofon, danke, ja. Heute ist ja die Convention und überall sind hier auch Jongleure und Einradfahrer, die den Weg ein bisschen versperren. Aber macht überhaupt nichts, wunderschön hier. In den Toiletten, nicht? Und muss ich sagen, auch sehr sauber alles noch. Also ist es relativ einfach zu fahren, dieses Waveboard. Waveboard. Aha. Wellenbrett. Wellenbrett, genau. Gut, ich mache nochmal auf die Füße. Wobei, ich finde Wackelbrett viel schöner. Wackelbrett. Genau, finde ich viel netter. Und du bist jetzt auch hier auf dieser Convention, weil? Weil ich ganz so viele nette Leute kenne und immer auf Conventions fahre, um die wieder zu treffen. Also du kannst auch irgendwas jonglieren oder? Ich kann ein bisschen jonglieren, tu das aber selten. Selten. Du machst lieber hier diesen Breitensport. Und da sieht man das Brett auch am besten. Aha, ah, wunderbar. Aha, das ist also drehbar und das andere ist genauso drehbar, ne? Genau, ist genauso drehbar. Ja. Und ach so, auch noch. Man macht damit so eine Schlangenbewegung. Ja. Und sagst du mir deinen Namen auch nochmal bitte? Mein Name ist Burkhard. Burkhard. Burkhard, the Waveboard-Fahrer sozusagen. Ja, genau. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Machst du noch einen Abflug? Ja. So, so steigt man drauf. Wäre also jetzt die Zeit zum Pümpeln, nachher vielleicht. Im Moment alles sehr schön sauber. Ja. Ja, also hier ist Heinrich Bloch, ich glaube, man kann mich ein bisschen erkennen. So, und wen haben wir denn hier? Fangen wir mal, erst die Dame, ja. Martina. Daniel. Benjamin. Und Benjamin. Und ihr jongliert alle? Wir jongliern alle, ja. Julius auch, der sitzt da hinten in der Ecke. Julius. Wink mal. Kannst du mal winken, Julius? Ach, das ist Julius. Ach, das ist Julius. Hallo Julius. So, hier nochmal Gegenlicht, so macht nichts. So, und ihr könnt alle jonglieren? Wir jonglieren alle, ja. Aber du bist der Einzige, der die Bälle mitgebracht hat, nicht? Ja. Benjamin, magst du mal jonglieren? Ja. Brauchst du dafür Platz? Nein. Erstmal, oh, du fängst schon an, ich wollte dich noch was fragen. Oder darf ich auch so zwischendurch was fragen? Ja, darfst du. Ja? Stört dich das nicht? Nee. Das ist ja verrückt. Wie viele Bälle hast du da gerade? Fünf. Fünf Bälle? Und wie lange jonglierst du schon? Wie viele Jahre? Zwei Jahre. Zwei Jahre? Ist ja verrückt. Fünf Bälle hier. Guck mal an. Wie hast du denn daran Spaß gefunden? Wer hat dir das denn beigebracht? Mein Papa. Dein Papa? Jongliert der denn, mit wie vielen Bällen jongliert der denn? Mit sieben kann er ein bisschen jonglieren. Neben Benjamin aus Rosengarten. Rosengarten. Und Benjamin zeigt mir jetzt mal, wie jongliert wird. Dazu lege ich jetzt das Mikrofon außer Hand, nicht? Also, das sind jetzt fünf Bälle. So, jetzt zeig mir noch, komm mal ruhig ein bisschen näher wegen der Stimme. Ich glaube, das hört man sonst nicht. Wie funktioniert das jetzt mit fünf Bällen zu jonglieren? Also, man wirft als erstes den Ball, dann den. Also, erst den werfen, dann den und dann den. Ja. Ja. Also ist ganz einfach, scheint es jedenfalls ganz einfach zu sein. Die Reihenfolge ist festgelegt, jetzt brauche ich das nur noch mal machen. Ne? Also machen. Benjamin, du passt auf, dass alles in Ordnung ist, ja? Decke ist hoch genug, das sieht so einfach aus. Warte mal. Da muss man ja ein bisschen so auf ihn legen. Die zwei, die da hinten sind, nicht? Die zwei, die da hinten sind, hast du gesehen, da hab ich ein bisschen geschummelt, nicht? Ja, warte mal, mach ich nochmal. Ja, da passt auch auf hier, der Benjamin, da müssen wir gleich nochmal machen, pass mal auf. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich von hinten eingenommen und von vorne. Ja, jetzt sind alle fünf in der Luft irgendwie. Aber nee. Benjamin, kannst du das noch einmal machen, wie es richtig ist? Einmal. Nicht? Jetzt zeigt uns das der Profi nochmal. Jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Alle in der Luft. Ist ja wohl verrückt. Singst du da auch ein Lied dabei? Manchmal? Ich kenne keins. Du kennst keins? Ich kenne ein Lied, das geht. Warte, ich hole das Mikrofon nochmal. Also ich kenne ein einziges Lied, das dazu passt, das geht so. Ich bin ein Student und wasche meine Hände und fange dann im Lauf den Ball mit einer Hand wieder auf. Aber mit Fangen ist ja hier überhaupt nichts.
Ja, wenn du willst, kannst du jetzt auch wieder aufhören, oder geht das gar nicht mehr? Hopp! Oh, ich hoffe, das bleibt so. Und ja, dann... So, und sagst du mir nochmal deinen Namen bitte auch, dann kann ich das nachher unterschreiben. Julius. Julius. Aus? Aus Peine. Aus Peine. Oh, das ist auch schön. Kannst du das nochmal machen? So, so durchfilmen? So, hier wird gelernt, nicht? Ja. Ja, das ist schön. Macht einfach. Tut so, als wenn ich nicht da wäre. Sieht alles total ganz einfach aus, aber wie gesagt, wir haben das vorhin schon mal selber gemacht, das ist ziemlich schwierig. Das ist der Lehrer da in der Mitte. Wenn man ihn das Lehrer hat, dann ist es einfach. Ist es einfach, ja? Er kann das erklären. Willst du mal ganz kurz für Anfänger erklären, was du machst, wie es läuft und was man macht? Hier ist ein Milzmess-Workshop. Also Milzmess ist dieses Scharniermuster. Und was wir jetzt gemacht haben, war eine Vorübung mit einem Ball. Die sah so aus. Dann haben wir den anderen Ball gelernt. Ja. Der war dieses. Dann haben wir beide zusammengeführt und hatten diese Vorübung. Und dann sieht man, eine Hand hat nichts zu tun. Und die rennt. Dann den dritten Ball. Ja, sieht ganz einfach aus. Genau, und dann macht man das schön hintereinander und dann kann man den Milz messen. Das haben wir heute gemacht. Ja, ist wunderbar. Sagst du mal deinen Namen auch nochmal bitte? Ich bin Detlef. Detlef. Aus Hannover? Aus Göttingen. Detlef. Detlef aus Göttingen. Wunderbar. Also anfangen sollte man dann immer mit einem Ball und dann einfach noch einen zweiten Ball dazu. Und dann sieht das so aus, wie Detlef das eben gezeigt hat oder nochmal zeigt. Ja, ganz einfach. Man muss es nur können. Mehr ist es nicht. Du hast es heute gelernt, ne? Du hast es heute gelernt? Nein, ich kann es ja noch nicht, aber ich fange erst heute an. Ja, mach mal, bitte. Ja. Naja. Übung macht den Meister. Ist doch schon gut, ist doch schon sehr gut. Ja, toll. Ja, euch noch viel Spaß. Ich gehe noch ein bisschen rum, ne? Wenn was ist, ne? Müsste schon laufen, nicht? Ich weiß nicht, ob es klappt. Zu Hause hat es immer geklappt. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen anstecken lassen von der Euphorie hier. Heinrich Bloch bei der Convention und mein Werkzeug habe ich auch mit, aber wahrscheinlich klappt es nicht. Olivia ist so nett und filmt. Warte mal. Geh mal noch ein Stück zurück. Ja, ich mache das noch einmal. Fürs Fernsehen. Einmal. Pass mal auf. Sollen wir noch einmal machen? Ja, einmal noch. Das ist das erste Mal, dass ich das hier mache. Ja, runter kommen sie von alleine, nicht? Ja, danke schön. Runter kommen sie von alleine, nicht? Das Schwierige ist, habe ich vorhin schon gesagt, die Sachen in Luft zu halten.